Wir als große Jungs haben doch immer noch den kleinen Jungen in uns stecken, der immer noch gerne spielt. Hallo Leute, ich bin getaggt worden von Miro Acronymity und ich möchte in dieser Runde teilhaben und selber auch drei Leute taggen. Und zwar den Waldbär. Mich interessiert, was du in der Kindheit, Jugendzeit gespielt hast oder vielleicht auch noch heute spielst. Das gleiche gilt für Ralf Ralfson. Da bin ich sehr gespannt und ich würde mich sehr auch über deine Videoantwort zu dieser Tagging-Runde freuen. Als drittes würde ich taggen den Tino. Ja, UFO nie. Ein UFO, umgekehrt. Auch von dir würde ich mich sehr freuen, eine Antwort zu bekommen. Und jetzt geht es darum, um was wir getaggt wurden. Und zwar, mit was haben wir gespielt? Was war unser Lieblingsspiel? Ich muss dazu sagen, ich bin ohne Fernseher groß geworden. Wobei ich das in längerer Zeit meines Lebens bedauert habe, aber heute bin ich froh drüber. Also ich kenne Konsolenspiele in dem Sinne nicht oder Spielkonsolen. Ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, ein Tetris-Spiel in so einem Nintendo in der Hand zu haben und bin gleich so süchtig geworden, dass meine Eltern mir das dann gleich unterbunden haben. Hat mich halt voll fasziniert, noch besseren Score hinzukriegen. Andere Spiele, die mich mal irgendwann mal im Zeitalter des Einzugs von Computerspielen interessiert hatten, waren Rennen oder Rallyes. Damals die ersten, die von oben aus quasi so ein kleines LCD-Auto hatten und man hat dann so Autobahnspuren gehabt, wo man dann dazwischen drin Slalom fahren musste, ohne ein anderes Auto anzurempeln. So. Ansonsten habe ich eigentlich wenig vom Computer vollbracht an Zeit. Habe allerdings viel, wenn es Regenzeit war, mit Legos gespielt. Meine Eltern hatten immer alle Flohmärkte abgegrast und so Lego-Abverkäufe von irgendwelchen Leuten, wo die Kinder groß geworden sind, eingekauft für ein Apfel und ein Ei. Und da hatten wir dann zwei so große 40x40x20 cm große Kisten voll mit Lego-Steinen und alles Mögliche. Das gab dann immer ein schönes Gewühle, bis man dann das Rädchen oder den kleinen Stein gefunden hat, den man brauchte. Mit den Lego-Autos habe ich dann gerne auch im Sand gespielt. Ich war so ein richtiges Sandkastenkind, bin gerne draußen gewesen, auch mit Murmeln im Sand gespielt. Auf dem Schulhof hatten wir Murmellöcher gehabt, wo wir gegeneinander, miteinander gespielt haben. Wir haben auch Murmeln benutzt, um in der Zwille irgendwelche Schlümpfe in unseren Schlumpfburgen aus Sand abzuschießen. Ansonsten war ich eigentlich eher gegen Kriegsspiele, vielleicht durch meine Erziehung her. Aus Lego wurde dann irgendwann ein bisschen mehr Fischertechnik und ich blende jetzt mal gerade was ein, was aus der Fischertechnik heute noch geblieben ist, wenn mir dazu die Gelegenheit gegeben wird. Hier zum Beispiel. Die Gelegenheit hatte ich dazu in der Abteilung Physik in der Pädagogischen Hochschule, habe ich in Vorbereitung auf eine Unterrichtsstunde gemacht und ich bin der Meinung, um Kinder richtig unterrichten zu können, muss man selber auch noch ein bisschen Kind sein. Ansonsten haben wir als Kinder sehr viel draußen gespielt. Mit dem Kettgar durch den Garten gefahren. Aber auch dann, wo die Fahrradzeit angefangen hat, sind wir gerne in den Wald gefahren, haben dort Art Tipis gebaut, so Art Baumstämme, Baumäste gegen einen Baumstamm gelehnt und dann so eine Art Indianerzelt gemacht. Indianer und Cowboy haben wir gern gespielt, vor allem die Indianer habe ich gerne gespielt. Das Weitere leite ich jetzt mal zum Schreibtisch über. Ich habe
hier mal einen Ordner rausgeholt aus Sachen, die ich so gesammelt habe. Zum Beispiel habe ich Federn gesammelt und mir sie in so eine Art Lamellensystem eingesteckt. Diese Sammlung hier, das eine Blatt ist noch übergeblieben von über 30 Jahre alter Sammlung. Wenn ich eine herausgefallene Feder, egal ob es Taubenfeder war, Bussard hier oder hier Eichelhäher, die habe ich dann eingesammelt und habe sie mir so kategorisiert. Das ist zum Beispiel eine Seite, wo man erkennt, dass ich mich sehr früh mit Ausrüstung beschäftigt habe. Ich habe den Globetrotter-Katalog hergenommen und habe mir einige Dinge notiert, die für mich wichtig sind, und den Preis dazu in D-Mark damals, die Bestellnummer und was das Ausrüstungsstück wiegt. Ich bin auf eine Komplettausrüstung von 12,132 Kilogramm gekommen damals. Habe mich also früh schon mit diesen Dingen beschäftigt. Viele Sachen. Hier sind einige Zeichnungen, die ich etwa mit 15, 16 gemacht habe. Jo, ich hab's gar nicht gemerkt, bei so viel Labern ist der Akku von der Kamera leer gegangen. Dann mache ich jetzt mal ganz schnell zu Ende. Habe jetzt kurz mal nachgeladen. Also es war noch eine Frage, ob wir Spielsachen auspacken oder ob wir sie original verpackt lassen. Also klar, bei mir war auspacken, benutzen, mit Spielen. Die Verpackung, die hat doch häufig auch drunter gelitten. Welcher Superheld hatten wir in der Kindheit, Jugendzeit? Eigentlich, ich muss es sagen, wenn man das so sagen kann, Rüdiger Nehberg. Ich war auf dem Dir-Vortrag von ihm mit meinem Bruder und meinem Vater. Also umgekehrt, mein Vater hat uns mitgenommen. Und der war für mich ein Held. Der ist mit dem Tretboot über den Atlantik und das war für mich ein Held. Ja, die anderen Fragen habe ich alle beantwortet. Ich packe die Fragen nochmal in die Infobox bzw. Videobeschreibung und würde mich echt über Videoantworten freuen. Also Leute, in diesem Sinne und tschüss.